Warum soll ich mir den Katalog ansehen, wenn die Originale vor meiner Nase stehen? Warum soll ich mir den Katalog ansehen, wenn die Originale... Holzspäne. Wenn ich einen Hamster hätte, könnte ich ihm aus dem Zeug ein Bettchen basteln. Diese Stäbe sehen wunderbar aus. Für das ungeübte Auge vielleicht, aber sie entsprechen nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen. Ach, was soll denn damit nicht in Ordnung sein? Für unsere weniger anspruchsvollen Kunden sind sie durchaus zu empfehlen. Aber für wahre Kenner und Liebhaber wären sie völlig ungeeignet. Jeder Pirat braucht einen Wanderstab, der seiner Größe, seiner Lebensart und seinem Temperament entspricht. Ein Wanderstab sollte etwa bis zur Hüfte reichen und stabil genug sein, um 50% deines Körpergewichts zu tragen. Aktive Menschen sollten sich für einen Wanderstab entscheiden, der zur jeweiligen Aktivität passt. Langweilig. Ich glaube, so dringend brauche ich keinen Stab. Oh, nein. Jeder Pirat braucht einen Wakt. Lang. Ich glaube... Okay, dann quatschen wir erstmal mit der Frau, dessen Namen ich vergessen habe. Brittany. Genau, Brittany ist sie. Das ist ein ästhetisch ungemein ansprechender Brunnen, glaube ich. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi! Warum hören Sie sich an wie eine herzkranke Krake? Oh, tut mir leid. Ich kenne jemanden, der ein Auge auf sie geworfen hat. Oh, 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 wer? Dieser Castaneda. Sie wissen schon, der Schachspieler. Oh ja, den kenne ich. Der arme Santos. Er ist so einfühlsam. Ein Macho, aber so sensibel. Aber der Idiot ist so sehr in dieses alberne Spiel mit seinem Kumpel vertieft. Er scheint mich gar nicht wahrzunehmen. Hey, möchten Sie wissen, was ich geträumt habe? Eines Tages, wenn ich reich und berühmt bin, schaut er für eine Sekunde von diesem Schachbrett auf und erkennt plötzlich, was er verpasst hat. Komisch, was? Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Bis denne. Ich bin verheiratet. Diese Blume riecht wirklich angenehm. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Ein leeren Zerstreuber und Parfüm. Holzspäne. Holzspäne haben ja eher sowas Süßliches, ne? Was machen wir mit den ganzen experimentellen Prothesen eigentlich? Musikbox. Hühnerschmalz. Ohne seinen Affen funktioniert das doch eh nicht, oder? Selbst wenn ich mich jetzt wie LeChuck. Mich jetzt wie LeChuck rieche. Weiß er doch trotzdem nicht, was ich haben will, oder? Das hebe ich nicht auf.
Mann, was ist das für ein seltsames Zeug, mit dem du mich da angespritzt hast? Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Puh, das Zeug riecht übel. Sogar für einen Piraten. Anscheinend nicht, oder? Mann, was ist das für ein seltsames Zeug, mit dem du mich da angespritzt hast? Dave? Ja? Ich brauche noch einige Weihnachtsgeschenke für meine Freunde. An was hattest du denn gedacht? Dass du immer so rumschniefen musst. Ehrlich gesagt suche ich nach einer Kunstnase. Tut mir leid, die sind ausverkauft. Es ist schockierend, wie schnell meine Stammkunden diese Dinger zerschnulzen. Ich hätte gerne noch eine Gratisprothese. Du bekommst wohl nicht genug von dieser experimentellen Technik, was? Okay, es war einmal ein Pirat namens... Jerry? Jerry. Jerry hatte ein Auge auf eine Piratenbraut geworfen. Sie hieß... Wendy? Wendy. Tragischerweise gehörte Wendys Herz bereits einem Idioten namens... Jet? Stimmt, genau. Jet. Und? Was und? Was ist passiert? Schließlich folgte sie dem Ruf ihres Herzens und heiratete einen jungen Quantenphysiker aus Azusa. Wer will schon einen Piraten zum Mann? Ende. Was für eine schreckliche... Sie sollten das... Ich weiß. Was ist das? Das ist ein hochmodernes... Sie haben mir schon so ein Teil gegeben. Wirklich? Tja, tut mir leid. Ich kann es mir nicht leisten, mehr als eine Gratisprobe pro Kunde auszugeben. Ich brauche noch... Ich hätte... Jerry? Jerry. Min. Min. Leider. Ned? Ned. Und? Was? Was ist... Oh, sie starben alle mit Anfang 30 an Len. Was für eine... Die Geschichte. Ich... Was ist das? Das ist eine... Sie im Gegenteil. Sie haben mir schon... Wirklich. Keine Ahnung. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Willkommen zurück. Hast noch nichts verpasst, glaube ich. Also ihr wisst ja ungefähr, was jetzt hier so abgeht, ne? Was wir hier für Leute haben und so. Gucken wir nochmal kurz, was wir haben. Also wir haben hier den LeChuck-Geruch. Der ist leer. Da haben wir eine Blume, Köder, der riecht nach Fisch, eine Ente, Hühnerschmalz, kaputtes Schwert, eine Musikbox, dann die ganzen Prothesen, Taschentuch, Scupperware. Was soll das eigentlich sein? Die ist bestimmt nützlich, aber wozu? Den Brief, den Stempel und Holzspäne. Guten Hunger. Was gibt's denn Schönes? Der Geruch ist so schon übel genug. Nichts riecht besser als Blumen. Es geht doch nichts über den Duft von verfaulendem Fisch, wenn man Frauen rumkriegen will. So, jetzt riecht das Gebräu doch gleich viel interessanter.
Was haben wir denn sonst noch so, was wir reinmischen können? Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. 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 Der Inhalt dieser Flasche ist zu trocken, um zerstäubt zu werden. Da fehlt noch irgendwas. Der Inhalt dieser Flasche ist zu trocken, um zerstäubt zu werden. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Okay, wo noch so eine Art Flüssigkeit? Peruanisches Erdferkel! Ah, ich glaube, ich sollte mich da nicht einmischen. Die beiden würden mir vermutlich die Hand abhacken. Irgendwas muss ich mit dem machen. Ich weiß nur nicht, was. Der Inhalt dieser Flasche ist zu trocken, um zerstäubt zu werden. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Der momentane Duft ist völlig in Ordnung. Puh, das Zeug riecht übel. Sogar für einen Piraten. Ich sehe sonst nicht, was ich hier noch machen soll. Das Taschentuch. Woher haben wir eigentlich das Taschentuch nochmal? Aus dem Safe? Oder Tresor? Sessel, Pupser! Okay. Oh, der Brunnen war. Hier haben wir doch Wasser. Mischen nicht vergessen. Das riecht fast wie dieses Taschentuch. Allerdings riecht das Taschentuch ekliger. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Hör auf! Erinnert dich das an etwas? Nicht wirklich, nein. Okay, es fehlt noch eine Zutat anscheinend. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Irgendwas fehlt noch. Blume, Köder? Was war denn die dritte Zutat nochmal? Schön vergessen. Ach ja, die Holzspäne.
Aber irgendwas fehlt dann noch. Nur was? Oh, sag bloß, man konnte früher hier noch langlaufen. Sieht so aus, ne? Als wenn man da noch langlaufen konnte. Haben sie nur vergessen, der KI Bescheid zu sagen. Haben wir denn hier irgendwas, was ich noch mitnehmen kann? Wie geht's, Otis? Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Wie war das mit deinen Blumen? Das ist eine Verschwörung, das sage ich dir. Man versucht mich als mutigen Piraten lächerlich zu machen, indem man mich als Piratentunte darstellt, die Blumen pflückt. Wenn es dich beruhigt, Otis, ich habe dich noch nie für einen mutigen Piraten gehalten. Ah, verschwinde und spiel mit deinen Puppen. Bis später, Otis. Du wirst mich doch hier rausholen, oder? Das hebe ich nicht auf. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich habe jetzt soweit nichts mehr gesehen. Habt ihr vielleicht noch irgendwas gesehen gehabt, was ich übersehen habe? Nee. Ah, es gibt nichts Schöneres als den Geruch von verdorbenem Fisch in der Morgensonne. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Die Ente ist wahrscheinlich für diesen nasenlosen Typen. Was mit dem Hühnerschmalz ist, müssen wahrscheinlich irgendwas einfetten. Die Frage ist nur, was? Das kaputte Schwert? Ja, Kann ich damit irgendwas aufbrechen? Ich weiß es nicht. Vielleicht den Gulli, wa? Können wir beim Gulli gucken. Ansonsten müsste ich vielleicht nochmal gucken, wo ich noch andere Prothesen herkriege. Wir haben jetzt 4 Stück immerhin schon. Vielleicht fehlt uns ja nur noch eine und dann ist das Ding fertig, keine Ahnung. Weiß ich natürlich jetzt nicht. Mal da oben lang. Ja, aber da ist nichts. Okay. Käsefresser! Also erstmal überlegen, wo war nochmal der Gulli? Da war der Gulli. Ah, verdammt, jetzt ist mein Schwert in die Kanalisation gefallen. Tja, jetzt ist es ein kaputtes und übelriechendes Schwert. Mann, was für ein tiefes, dunkles und vor allem stinkendes Loch. Wenn ich es mir recht überlege, will ich da auf keinen Fall hinunter. Mann, was für ein tiefes und wenn ich es... Das hebe ich nicht auf.
Die Bank hat wirklich eine Menge Fenster. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Wendy liebt Ned, aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Wendy liebt Ned, aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Larry, Wendy, Ned? Okay. Ja, ist doch gut, mein Spiel. Ich wünschte, sie würden mich nicht alle anstarren. Hallo, Spiel. Dave? Ja? Ich brauche noch einige... Ehrlich gesagt, sucht... Ich hätte gerne... Larry? Larry? Wen? Trage... Hatten wir auch schon mal, oder? Nett. Das ist es. Und was und? Was ist passiert? Als ihr bewusst wurde, wie sehr ihr die ganze Geschichte unter die Haut ging, heiratete sie den hässlichsten Mann der Stadt. Ende. Was für eine schreckliche Geschichte. Ich weiß. Hier ist eine experimentelle Gratisprothese. Was ist das? Das ist etwas Besonderes. Das ist meine neueste Erfindung. Die ultradehnbare Kunsthaut für alle Größen. Einige Quadratmeter dieser großartigen Substanz können die Haut, die ein Pirat im Laufe seines Lebens durch Fechtkämpfe, Messerstechereien, Kielholungen und die regelmäßigen Auspeitschungen verliert, ersetzen. Dazu gibt es kostenlos einen Satz winziger Haken zur mühelosen Befestigung. Ich sag's nochmal. Ist sehr ekelhaft. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Weiß ich, ob der hässlichste Mann noch der Räuber war. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Ups, scheint nicht zu funktionieren. Da ist sogar ein Gesicht drauf. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Scheint nicht zu funktionieren. Also mir fehlt da anscheinend noch eine Prothese, oder? Wir haben ein Herz, wir haben einen Magen, wir haben eine Leber. Wir bräuchten wahrscheinlich noch sowas wie eine Lunge. Vielleicht noch einen Darm. Und eine Hand. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Wendy liebt Ned, aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Hey, das ist wie ein Trampolin. Oh! 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 Im Kopf. Oh.
Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Ach, wie süß! Kleine handliche Schatztrüchen, in die nichts hineinpasst. Eine Lampe. Eine Lampe. Eine Lampe. Irgendwo muss ein Schalter sein. Scheint ziemlich gut an der Wand befestigt zu sein. Ich wüsste nichts, was ich hineinlegen könnte. Nicht doch, ich bin größere Schatztruhen gewohnt. Ach, das ist ja wahrscheinlich das Ding hier, wa? Abakus? Heutzutage kann niemand mehr Kopf rechnen. Ach nee, wartet. Zugkette. Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Das Ding ist, was bringt mir das nur? Kann ich hier doch nichts machen, oder? Ja, nichts als Namen und Zahlen und jede Menge Mathematik. Hilflose und ungebildete Eingeborene exotischer Inseln auszuplündern ist eine Sache, aber einer Bank durch Fälschung der Bücher Geld zu unterschlagen, das ist einfach schäbig. Vergiss es, ich versuche meine Unschuld zu beweisen, ich will nicht noch mehr Ärger. Heute Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Was bringt mir das jetzt, wenn ich Licht an habe? Ich habe mich immer gefragt, wie Sie das Schiff da reinbekommen. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade... Das kann ich nicht verwenden. Was soll ich mit einer gebrauchten Kommode? Lol, der Schattenhitter. Hat irgendjemand eine Idee, was wir hier unten sollen? Kommen wir nicht mal hier durch irgendwie. Er ist einen Grund haben muss, verstehe ich ja auch, aber. Kommen wir nicht mal mehr nach hinten oder so. Ich schätze, das Ding geht als Prachtfarm durch. Hier komme ich nicht raus. Inspektor Canard bewacht den Eingang. Inspektor Canard? Ich dachte, der ist hier drin eigentlich. Weil der Bankier ist ja draußen. So, Nessa, wie sieht's aus? Hast du irgendwelche Ideen? Was können wir noch machen? Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht Wendy lieb, aber was? Na. Falsche Taste.
Dummkopf! Das hebe ich nicht auf. Okay. Bei dem Prothesentyp benutzt? Nee, warum sollte ich das tun? Eine Holzhand klauen zu können? Der hängt, wa? Darf ich das einschalten? Ich sagte, darf ich das einschalten? Ah, wohl nicht. Haken vielleicht? Prothesen, Metallhaken, Elfenbein, Beinprothesen mit Gummisohle. Darf ich das einschalten? Ich habe seit meinem letzten Zahnarztbesuch nicht mehr so viele spitze Gegenstände gesehen. Meine Hand in einen Korb voller Haken zu stecken, schreit förmlich nach einer Katastrophe. Dave? Ja? Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Da steht ein Name. Xylophone Y. Zimmerman. Jede Menge. Diese Steuerung manchmal. Das ist anscheinend ein echtes Hightech-Karteisystem. Das hebe ich nicht auf. Das ist anscheinend ein echtes Hightech-Karteisystem. Darf ich? Ich. Das ist anscheinend ein echtes Heil. Das ist anscheinend. Das hebe ich. Ich boykottiere grundsätzlich alle Gegenstände, die aus gefährdeten Tieren hergestellt werden. Ich boykottiere. Ich brauche keinen Korb voller Prothesen. Eine Prothese könnte aber durchaus nützlich sein. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Eine Holzhand. War da nicht ein Geräusch? Nein, das ist nur die quälende Musik aus meiner Musikbox. Das lasse ich doch nicht hier. Das nehme ich wieder mit. Ja, dann vielen Dank, Nessa, fürs Weiterhelfen. Du kennst das Spiel schon wieder, oder was? Ich dachte, es wäre neu für dich.
kann ich nicht verwenden. Scheiße. Du hast echt schon alles gespielt, oder? Kunst und... Oh. Was soll ich mit der Hand machen? Alle Deponia-Teile auch nicht? What? Haben wir die Deponia nicht letztens erst gespielt gehabt? Ah ne, es war bei... Abe hatte die gespielt, ne? Hier ist kein falscher Arm nötig. Hier ist kein falscher Arm nötig. Hier ist kein falscher Arm nötig. Womit? Hier ist kein falscher Arm nötig. 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 Mit lustigem Schatten? Ist der wirklich so lustig, ja? Der ist eher riesig. Gott, ist das schlecht, oder? Womit? Hier ist kein falscher Arm nötig. 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 Ich glaube, ich habe alles ausprobiert, oder? Gibt es hier noch irgendwas, wo ich es benutzen kann? Womit? Womit? Da gibt es eine Dose. Hast du die schon? Die Dose mit Hühnerschmalz? Damit schmieren sie wohl die Stacheln der eisernen Jungfrau, damit sie sich sanft ins Fleisch bohren. Ein Taschentuch mit den Initialen PP. Ich bezweifle, dass das Großvater Mali gehörte. Eine leere Kupferwaredose. Diese Dose? Mal sehen. Blablabla, Bank von Luca. Blubber, blubber, Nummerntruhe. Kaufvertrag für Villa. Gut. Hochzeitsgeschenke? Gut. Ultimative Beleidigung? Schlecht. Hochachtungsvoll, HT Mali.
Außerdem gibt es da noch was zu lesen und ein Rätsel mit dem Schatten. Wo gibt es da was zu lesen? Das ist das offizielle Symbol des Gouverneursbüros. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht aber gleich was. Eine hübsche kleine Musikbox. Eine Holzhand. Ah, da steht ein Name. Xylophone Y. Zimmerman. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Ah, da steht ein Name. Das Ding sieht mir eher wie eine Kielpumpe aus als wie ein Herz. Das Ding ist verrostet. Die Füße sind riesig. Es heißt Eau de le Chuck. Riechen auch Sie wie der ruchloseste Pirat aller Zeiten. Warnung. Der Inhalt dieses Fläschchens darf nicht bei oder in der Nähe von Tieren, Menschen mit Herzproblemen und Schwangeren angewendet werden. What? Ein Parfumzerstäuber mit irgendeiner Flüssigkeit. Das ist die zweitgrößte Ente, die ich jemals in der Hose hatte. Ugh, ölig. Damit schmieren Sie wohl die Stacheln der eisernen Jungfrau. Dass er sich wegdreht immer, das ist scheiße. Ich behalte das besser für den Fall, dass ich es zurückgeben muss. Also ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt geht, aber mir wird langsam langweilig. Denkt dran, ihr könnt jederzeit mitraten, ne? Also, das ist hier keine Ein-Mann-Show, Leute. Hast du den Zettel am Tresen gelesen? Ja, mit diesen 10.000 Gold, ja. Ich habe aber keine 10.000 Gold und ich kann auch kein Konto eröffnen. Was ist das für ein Schatten? Sieht aus wie eine Nase? Hey, eine künstliche Nase. Sie ist voll. Ich wette, das Teil gehört diesem stinkenden Seeräuber, dem Kerl ohne Nase. Ich nehme das an mich, Mr. Threepwood. Ach, was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Stattdessen nehme ich aber nur dieses Beweismittel an mich. Na dann los, prüfen wir, ob sie Pegnose passt.
Großartige Idee. Zu dumm, dass niemand weiß, wo er sich versteckt. Bringen Sie ihn hierher und ich überlege es mir. Aber denken Sie daran, selbst wenn die Nase passt, beweist das nur, dass er in der Bank war. Es heißt noch lange nicht, dass er der Täter ist. Sie denken immer noch, ich war's, stimmt's? Ja, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt raus hier! War auf jeden Fall zu, das Fenster. Okay, also jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas getriggert, damit wir dann was anderes triggern können. Cool. Weiß nicht mal, was jetzt getriggert ist. Keine Ahnung. Ich könnte hier hingehen und gucken, ob irgendwas Neues ist, aber... Ich stehe immer noch bei Null. Inspektor? Ja? Ja, ich gehe dann mal und beweise meine Unschuld. Machen Sie keinen Ärger! Ja, für eine Scheiße.
Spiel, warum bist du kaputt? Was war das denn? Der wollte mich gerade die Treppe nicht runterlassen. So, mehr so eine Bugs, ey. Ganz schön bugverseucht, dieses Spiel. Bringt irgendwie nichts, wa? Im Kreis zu laufen. Flohsack! Wen voll anschreit, ey. Flohsack! Wie sieht's denn aus, Leute? Wollt ihr mir noch helfen oder wollen wir aufhören? Hornochse! Termiten wir bei Dings, wa? Du schon wieder? Du kannst dem Geruch meiner frischen Köder wohl nicht widerstehen, was? Wenn die hier frisch sind, wie riechen dann alte Köder? Ein riesiges, stinkendes Fass mit Probeködern. Eingelegt in einer übel riechenden Marinade. Also das ist wieder so ein Ding, wo man dann sagen würde, wie soll man darauf kommen, vor allen Dingen, weil er vorher noch gesagt hat, nur ein Köder pro Kunde. Sowas regt mich schon wieder tierisch auf. Ja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ein Köder pro Kunde. Ich habe schon genug. Und es funktioniert sowieso nicht. Okay. Toll. Juhu. Womit? Deiner Mutter, ey. Doch nicht so behindert, ey. Da hilft nur Tarnung. Kommt zum lieben Onkel, Jungs. Ha, seht euch diese kleinen Krabbler an. Sie müssen einen echten Heißhunger auf Holz haben. Ja und? Was bringt mir das jetzt? Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Ja. Habe ich auch schon gemerkt, dass es mir nicht weiterhilft.
weißt nicht zufällig die richtige Kombination? Mann, stell dich doch mal richtig hin hier. Blumen aus dem Villa? Ich weiß nicht. Ich habe eine gelbe Blume. Aber Wasser aus dem Sumpf habe ich nicht, nein. Ah, da steht ein Name. Harry D. Beck. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Da steht ein Name. Jeffrey J. Jumper. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Da steht ein Name. Nathaniel O. Search. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefon...